Outriders im Jenseits. Ich spiele genau ab dem Punkt weiter, an dem wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben dieses riesige höllische Tor geöffnet und sind dann, wie unser Kollege angemerkt hat, in einer Welt, in der noch niemals ein Mensch gewesen ist. Und das sieht schon nach großer Action aus, liebe Leute. Dann will ich mich mal reinwagen. Outfit-mäßig bin ich irgendwie von allem so ein bisschen. Ich hätte es ganz gern, dass ich nicht dieses Lederröckchen anhab, aber gut, das kann ich jetzt gerade nicht ändern. Wir haben zwei Probleme. Zum einen ruckelt es ein bisschen. Nein, aber die wirklichen zwei Probleme sind... Wo? Wer schleicht hier? Eine Dame aus unserem Team. Der geht es sehr schlecht. Das stimmt allerdings. Und wir müssen schauen, dass wir sie irgendwie medizinisch versorgen können. Des Weiteren zieht ein Sturm auf. Uiuiui. Ein riesiger Sandsturm und wie schon gesagt, wir sind hier in einer Gegend, in der ein Mensch noch nie als ein Mensch zuvor gewesen ist. Das heißt, wir wissen auch leider nicht, was uns hier erwartet. Eieiei. Jede Menge Hunde, Affen, Froschmonster, Menschen. Oh, den habe ich mit einem Schuss erledigt. Was? Na komm. Oh Gott, da hinten kommt eine Riese. Oh mein Gott. Ich habe nicht mehr viel Schuss. Ich muss hier mal langsam ein bisschen sammeln. Komm her hier. Ja, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ah, ich bin da nicht schnell genug für so Ausweichsachen. Na komm her, trau dich. Ah, trau dich doch nicht. Ja, das funktioniert schon ganz gut, aber... Oh, liebe Leute, komm mal her jetzt hier. Down. Und das war noch klein im Vergleich zu den anderen Skeletten, die hier so rumliegen. Das werden wir dann wohl sehen. Oh, hier gibt es aber auch ganz schöne Bäume. Ist nicht alles nur Wüste. Aber das macht mir schon wieder Sorgen hier. Das sieht doch nach so einem Nest aus. Ich höre hier auch... was nicht so friedlich klingt. Da haben wir eine Kiste. Dann wage ich mich mal ein Stückchen weiter rein und schaue... ich hier irgendwie halbwegs unbeschadet durchkomme. Ja, das gefällt mir sehr gut von der Welt. Das ist toll. Eieiei. Der Sturm wird stärker. Hier ist einfach nur eine weitere Jagd. Die werde ich später machen, wenn das möglich ist. Ich will da jetzt nicht so die Hauptmission damit unterbrechen, dass ich hier vielleicht verliere. Da können wir Unterschlupf finden. Ja, mach mal. Ah, Cutscene. Wir werden wohl eine
Weile hier bleiben. Du musst was trinken, du blöde Kuh. Hey, sie wacht auf! Hey, hey! Wie fühlst du dich? Warst ein paar Tage weg. Wow, 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 wow. Ich kann meine Beine nicht spüren. Tut mir leid, Bailey. Warum habt ihr mich nicht getötet? Tada! Mein Meisterwerk. Dabrowski hat sich schon wieder übertroffen. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Meine Tochter wollte, dass du lebst. Ich habe keine Ahnung, warum. Töte mich. Oder verpiss dich. Janna! Ist das dort ein Feuer? Ich glaube, wir sind nicht allein. Waren die anderen? Ich sehe mich mal um. So, Menschen dürften das ja nicht sein. Ansonsten hatten wir eine Fehlinformation scheinbar. Denn mir ist versichert worden, dass hier noch niemals ein Mensch gewesen ist. Und das hätte ich auch ganz gern so. Was ich auch gern hätte, ist Munition und die holen wir uns. Ich mache jetzt tatsächlich einfach mal der Vollständigkeit halber, zumindest hier in dem Camp. Kann ich die voll labern? Die nicht. Aber hier sie. Schauen wir mal, was die sich zu sagen haben, ob mir das was bringt. Kann ich was für dich tun? Achso. Du siehst also die Zukunft. Du kannst mir helfen, Gefahren zu meiden. Schön wär's. So funktioniert es nicht. Ich sehe nur kurze Bilder. Ich kann es nicht steuern, es passiert einfach. Und häufig deute ich sie falsch. Aber Corrigan hat von dir geschwärmt. Oft genug liege ich auch richtig. Ja, okay, wie ich es mir gedacht habe. Das ist einfach nur bla bla Füllmaterial. Da bin ich wirklich kein Fan von. Also entweder ihr habt was Richtiges zu erzählen oder einfach nur so dieses Pseudo, oh la la, Leute. Bisschen was Neues hier. So, keine neuen Jordans dabei leider. Soll nicht weiter stören. So, haben wir denn hier irgendwas, was ins Maschinengewehr, Maschinengewehrrichtung geht? Alles Schrotflinte und so, das kann doch alles raus hier. Das benutze ich nicht. Tut mir leid. Wenn ihr Schrotflinten-Fans seid, dann tut es mir wirklich leid. Die wird es hier vermutlich nicht zu sehen geben, außer ich komme später. Wie lange bist du weg? Ich könnte Hilfe gebrauchen, um den Sand aus dem Getriebe zu kratzen. Ich kann helfen, alter Mann. Ah ja? Und wo ist der Haken? Kein Haken. Bei dir gibt's immer einen Haken. Und dann haust du ohne Grund ab. Ach ja? Jetzt tu doch nicht so, als würdest du mich kennen. Als würde ich dir irgendwas bedeuten. Ach, kleine Janna. Du warst zu jung und ich war ein Scheißkerl. Bin ich manchmal immer noch. Aber ich mach dir nichts vor. Hm. Immerhin hast du was gesagt. Also, was soll ich tun? Du, natürlich, also, pass auf. Ja, jetzt kommt hier natürlich noch Familiendrama mit dazu. Die reden immer noch. Ist doch gut jetzt, liebe Leute. Könnt ihr vielleicht privat streiten und nicht hier so auf dem offenen Kanal? Das wäre sehr nett. So, jetzt bin ich echt gespannt. Hier oben ist das Feuer, das ich gesehen habe. Was zum Teufel?
von Gratuik. Leute, ich habe es schon mal gesagt, ich sag's gern nochmal. Das Kreaturendesign ist ja wirklich 1A hier. Also, das ist ja... Wie krass sieht der denn bitte aus? Weiß auch noch nicht, ob das nicht vielleicht ein Mensch ist, der da einfach nur verkleidet ist, aber... Komm, Junge. Kazam. Gib mal guten Loot hier. Hier so eine Blade Runner Pistole. Gar nicht verkehrt. Was halten die aus? Okay, nichts. Mein Gott, das sieht echt 1A aus. Also wer immer das designt hat. Falls du das hier siehst. Und falls du Deutsch sprichst. 1A. Lieber Mann. 1A. Was? Da kommen ja immer mehr. Okay, das scheinen hier so die Wüsten-Sandmenschen zu sein. Die auf jeden Fall irgendwie sowas... Kannibalenmäßiges ausstrahlen. Aber das ist... Oh, je, je. Je, je. Die sind ziemlich flink auf den Beinen auf jeden Fall. Das ist nicht zu unterschätzen. Kommt ja noch einer. Oh Mann, ey. Wieso rennt er nicht? Kann ich hier gut genug rennen? Ja. Ja, das geht immer, wenn die Feinde so halbwegs langsam sind und auf Entfernung bleiben, aber wenn die natürlich dann hier zu zehnt auf einen zugestürmt kommen und ordentlich Schaden machen, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Jakob, das mit dem Licht war ein Hinterhalt. Hässliche Kerle wollten mich weglocken. Hörst du mich? Jakob! Oh mein Gott! Sie sind überall! Oh Gott, ey. Leute, ich wollte doch noch ein bisschen looten hier. Kann ich noch kurz Zeit zum Looten? Ich bin dann sofort da, wirklich, versprochen. Ja, hier liegt ja auch noch was. Ey, siehst du, das hätte ich da jetzt liegen lassen. Klar, ist nichts wert, wissen wir. Hier ist auch noch eine Kiste. Das heißt, der Entwickler, der das hier designt hat, hat sich gedacht, ja, ja, der soll schon nochmal schön zurückgehen und dann kann er ja in aller Ruhe zum Lager gehen. Ja, das ist schon gut gemacht, auch hier mit dem Wind und so. Mir gefällt dieses Spiel immer besser. Alles richtig gemacht an der Stelle. Komm, lauf schneller. Jetzt bin ich gespannt. August! Ach, und nichts. Ach, versteckt. Ins Feuer. Geraubt. Geraubt? Ja. Sie wurden entführt? Lebend? Ja. Sie zu essen. Das reicht, das bringt dich schnell. Ja, Kannibalen, wie vermutet. Nimm diese Super Soaker. Ja, jetzt haben wir eine kurze Ladezeit, aber Leute, das ist ja, es wird ja immer spannender. Das sind ja tatsächlich Kannibalen. Das heißt, an der Stelle ist natürlich wieder so ein bisschen, naja, wie sehen Kannibalen aus? Naja, die haben überall so Skelette und so. Bisschen leicht gemacht.
Aber hat ja auch funktioniert in einer Weise, denn ich habe das auch gleich so gesehen. Eieiei. Bleib im Truck. Ich finde sie. Oh, jetzt ist es schon Nacht geworden. Oh, das sieht gut aus. Leute, erzählt mir doch nichts. Sicher, dass sie noch leben. Ja. Die Brutalos mit Knarren. Hast du sie schon mal gesehen? Wer sind sie? Sie sind Feuer. Hass. Blut. Ja, ja, der hält aber ordentlich was aus hier, der Kollege. Wer ist er denn? Nein. Leute, habe ich was verpasst? Wie kann ich das umgehen? Kann ich das umgehen? Hier. Ich hätte es wissen müssen. Nein. Oh, das war, ja. Mit dem Schild habe ich jetzt nicht gerechnet. Da wusste ich nicht, was kann ich denn da machen? Nur die Granate, ist das alles? Oder ist das so ein Ding, was einfach, wenn ich genug drauf schieße, dann zerfällt das Ding schon? Bin ich jetzt nämlich nicht so sicher, ehrlich gesagt. Hier, komm her. Sehr gut. Huh, hau ab. Hau ab. Gott, Leute. Ja, wie soll ich sie denn da wegführen? Boah, ciao. Oh. Mein lieber Herr Gesangsverein, ey. Das ist... Das wird echt immer fordernder, das Spiel. Das ist, nichts mehr im Vergleich zu den ersten paar Missionen. Ah, wieso brenne ich denn? Wer? Warum? Oh, Leute. Oh, jetzt ganz ruhig, Moment. Jetzt will ich links und rechts und überall zuerst sein. So, der da oben ist es geworden. Das ist echt ein bisschen blöd hier jetzt. Der das haben wir. Den haben wir. Okay, der ist down. Kann ich vorrücken? Das sollte ich vielleicht machen, ne? Sind für mich doch noch ein bisschen zu weit weg. Ich muss hier einmal noch ein Stückchen näher ran und dann schaue ich mal, ob ich von hier irgendwas reißen kann. Na, zeig nochmal deinen Kopf. Du bist auch okay. Wieso treffe ich ihn nicht? Ah. Explodiert das? Nee. Nicht so richtig. Oh Gott, ich will immer da die erhöhte Position einnehmen, aber in dem Moment kommt dann wieder einer. Doch, jetzt ist okay. Der mir da möglicherweise hinterherkommt. Nein, nein, nein. So. Oh, wer ist er denn jetzt? Oh Gott. Ach, er schießt hier das Tischfeuerwerk. Hö! 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 Mach
mal schön hier. Ja, so viel Platz habe ich jetzt auch nicht mehr nach hinten, denn da sind ja dann wieder die Verbündeten. Ach komm. Jetzt muss ich leider mal wechseln. Okay, die bleiben auf jeden Fall da. Das ist hier schon mal ein Vorteil. Komm her. Geil, da stand halt original keiner. Deckung! Boah, Leute, der hält ordentlich was aus, ey. Das ist ja... near in your face, mein Freund. Ich muss leider mal abhauen. Oh, come on! 1-2, Polizei! Hau ab, hau ab, hau ab. Kurz mal erholen. Boah, Leute, der hält was aus, ey. Komm, 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 komm. Wenn der nicht ein paar schöne Jordans für mich dabei hat, werde ich aber sauer, Leute. Komm her. Komm! Boah! Sehnscheidentzündung incoming! Eieiei! Ah. Oh, Leute, Leute, Leute! Ja, zwei Schuss habe ich hier noch. Und da ich ja nicht zielen kann. Ja, Mann, ey. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier. Ein bisschen aufräumen. Langsam reicht's hier, Freunde. Was? Weg, weg, weg. Sehr gut. Dann gehen wir mal ein Stückchen heran. Ich glaube nämlich, das ist hier der letzte. Boah. Ich glaube nicht, dass das hier das Dorf dieser Kreaturen ist. Nee. Wir sind vermutlich kaum in der Lage, sowas zu bauen. Ach, Heimat. Früher. Das war also dein Zuhause? Und diese Typen haben es dir weggenommen? Ja. Nein. Ich verstehe nicht. Ja, pf, keiner. Alles klar, ist auf jeden Fall sehr hilfreich, der Typ. Oder die Frau, oder das Wesen. Muss ja nicht irgendwas von beidem sein. Wollen wir mal schauen, ob wir jetzt hier unsere Kollegen wiederfinden. Boah, das sieht schon gut aus. Leute, ich sag's immer wieder, aber schaut euch mal die Details an, ja. Das ist hier überall diese Schnüre da drum und so. Und wie das in der Welt atmet, sage ich mal, ne? Das ist ja auch immer wichtig. Jeder kann da irgend so ein Objekt hinstellen und sagen, ja, ja, das ist hier Teil der Welt, aber guck mal, wie das da, das gehört da irgendwie hin. Ich habe die Befürchtung, dass hier so ein bisschen ein Sound dazu fehlt. Moment. Ja, ein bisschen Sound macht das, aber also... ich glaube, das wäre schon ein bisschen lauter, auch hier vom Wasser, das würde man hier alles hören. Da fehlt so ein bisschen, aber ansonsten sieht das echt 1A aus. Das gefällt mir sehr gut. So, das sieht jedoch nach einer neuen Area aus, in der ich hier mal ein bisschen Schellen verteilen kann. Muss ich natürlich schauen, dass da links jetzt nicht noch jemand kommt, aber ich befürchte fast...
kann ich nicht so viel dran ändern. Nein, wer ist er denn da jetzt? Was ist denn hier los? Aha. Oh, nee, 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 nee. Bin ich mittendrin? Ihr Freundchen. Ja, ich schätze, ich muss dann auch jetzt mit steigendem Schwierigkeitsgrad auch mal schauen, dass ich diese Funktion, diese Waffen, die ich da unten habe, dass ich die mal irgendwie anpasse. Weil also ewig nur diese Granate und diesen... Oh Gott. Granate und diesen Raketenwerfer, der nur so in eine Richtung schießt. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Wo jetzt? Nein! Hau ab! Also komm her und geh dann wieder. Was machen die hier wie der X-Men-Typ? Wie heißt der nochmal? Ja, dass du nicht weißt, wie der heißt. Also ich meine, ist doch völlig klar, dass der Crawler oder irgendwie so. Du bist wohl scheinbar kein Fan. Korrekt, aber wenn ich die Wahl habe zwischen X-Men und Avengers, werde ich zu jedem Zeitpunkt die X-Men nehmen. Buja. Ja, mit Avengers mit Thanos, das war schon ziemlich krass in so der Endfight. Ja, du meinst dieser Kampf da vor dem Greenscreen? Ja, das war mega cool. Oder meinst du so wie Logan, wo die wirklich in einem Wald waren? Weiß nicht, kannst du ja aussuchen. Aber... So. Kazam, die Minimap verriet mir, dass hier noch sehr viel mehr Feinde kommen. Und das wird wirklich langsam anstrengend, ne? Also ich weiß nicht, wer hier mein erstes Video dazu gesehen hat. Da habe ich schon so ein bisschen meine Probleme gehabt mit manchen Horden, aber das hier ist jetzt wirklich... Das ist nochmal eine ganze Ecke schärfer. Und hier habe ich jetzt wirklich gar keine Deckung. Wie soll ich das denn hier machen? Na, hier vielleicht. Ohne diesen Frostzauber oder was das hier ist, hätte ich auch gar keine Chance, glaube ich. Jetzt kann ich mich ein Stückchen vorwagen. Ja, da muss ich schon... Oh nein! Nein! Alter, was ist denn jetzt los, ey? Ich glaube, flankieren ist nicht die beste Variante hier in dem Fall, weil das wirklich viele sind. Und am Ende stehe ich dann direkt vor denen und sage, hallo. Oh. Ach, Leute, ey. Ich will nichts hören. Sehr gut. Der noch. Ich verstehe das mit dem Vorhalten, verstehe ich hier nicht. Wenn ich direkt drauf schieße, treffe ich nicht. Wenn ich vorhalte, treffe ich nicht. Alter, Alter. Boah, was ist hier los? Scheiße. Komm, hau ab. Komm, 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 komm. Nein, keine Deckung. Oh, fuck. Leute, ist wirklich schwer. Das ist wirklich... Oh nein, jetzt nochmal ganz von vorne, oder was? Das ist hier wirklich nochmal was anderes, ey. Das ist... Wenn ich nur jeden zweiten versemmelten Schuss richtig setzen würde, dann hätte ich nicht so lange Probleme, die zu besiegen. So wie ihn zum Beispiel. Bei ihn. So. Jetzt muss ich gleich aufpassen. Jetzt kommen gleich wieder die Trottel hier. Komm doch her, komm her. Genau die da. Scheiße. Komm her.
Was geht ab? Ja. Yeah. Für dich und für dich und für dich und dich. Komm, Bofrost. Bofrost-Magie. So, haben wir dann alle so ziemlich durch? Ja, kleiner Kumpel, schieß mal schön. Alter Schwede, ey. Wo ist der andere? Der ist doch auch da oben in der Ecke. Auf dieser Empore. Zeig dich, du Schuft. Nee, zeig dich doch. Na komm. So, jetzt kommt wieder hier die schwere Stelle. Muss ich nur schauen, dass ich den Typen, der hier mit seinem Schild vorbeigerannt kommt, am besten schon vorher ausschalte. Dann habe ich hier auch eine realistische Chance. Denn wenn der mir wieder so nahe kommt, dann ist das... Oh. Ich bin sicher. Wenn er mir wieder so nahe kommt, dann wird das schwierig, glaube ich. Oh, wie viele das auch sind. Das ist doch genau er hier, oder nicht? Hier ist noch einer. Ich weiß nicht, ist der auf dem Dach hier oder steht er um die Ecke? Muss ich mal im Auge behalten, dass der mir nicht... Ach, scheiße. Oh Mann, ey. Zu nah kommt. Wo ist der denn? Da oben. Oh, sehr gut. Eieiei. Ich hoffe, dass sich das lootmäßig alles ein bisschen lohnt, ey, ganz im Ernst. Komm, 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 komm. Und rüber. Und weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Soll ich mich da schon vorwagen? Ich glaube fast nicht. Nee, nee, warte mal, da kommt noch einer. Oh Mann, ey. Geht's hier rum? Wo ist denn der Angezeigte hier auf der Minimap? Ist der da vielleicht gar nicht so wirklich da in der Ecke? Nee, ich muss näher ran. Ich sehe hier sonst nichts. Na komm. Oh shit, oh nein. Jetzt ist da noch so einer. Komm, komm, wenigstens den. Wer schießt, wer schießt? Oh, ich sehe nicht. Oh, Leute, ey. Wer denn? Da ist er. So, den haben wir. Jetzt... Komm doch jetzt. Ich will ja nicht hoch. Sehr gut. Oh, ein bisschen haben die was vom Predator, ne? Haben wir da ein bisschen zu viel Arnie-Filme geguckt, oder was? Dahinter haben wir einen. Da haben wir einen. Das ist auch dieses Predator Hunting Grounds, habe ich auch nie gespielt. Ist das was, oder... Habe ich ein paar Schuss, ja. Für den da hinten brauche ich das... Oh, 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 ruhig, ruhig, ruhig. Für den da brauche ich das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, treffe ich den? Denn das ist ja...
rot. Liebe Leute, ey. Was für ein Kampf. Was für ein Kampf. Keine Kiste, nichts für mich dabei. Egal, ziehen wir erstmal kurz weiter. Diese Bloodborne-Kutsche hier. Und dann... Das gehört uns, so. Oh, ich würde gerne ein bisschen Eisen abbauen. Kleinen Moment bitte. Na? Rette dein Team. Also so viel von meinem Team ist hier ehrlich gesagt bisher nicht zu sehen. Kann denn Augustus uns nicht mal ein bisschen genauer sagen, wo es hingeht? Dann haben wir Munition, okay. Aber laut Minimap geht es dann doch hier lang. Ja, genau, ey. Genau. Ja. Alter, wer soll das denn schaffen, ey? Ja, genau. Ja. Sein Schild wird schwächer, glaube ich. Ah, gut zu wissen, gut zu wissen. Komm, 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 komm. Sehr gut. Wo bist du denn? Oh, Leute. Was ist das denn für ein Typ da hinten? Oh. Schnell mal Munition. Und jetzt? Ihn hier. Das war leichter als befürchtet, aber ich befürchte auch, dass das noch längst nicht der schwierigste Gegner war. Oh nein, oh nein. Wieder so ein Feuerteufel. Ist das eigentlich irgendwie so ein bisschen bekannt geworden als das Dark Souls unter den Shootern oder kommt mir das nur so vor? Oder ist das eigentlich gar nicht so schwer und ich stelle mich nur so ein bisschen blöd an und habe irgendwelche komischen Fähigkeiten nicht freigeschaltet oder was? Wie ist das? Wie, was war das denn? Ach, das ist so ein Beam, der... ja, Leute, daran seht ihr... Hab ich das geworfen oder war er das? Was ist das? Oh Mann, ey. Also wäre natürlich von Vorteil, wenn ich so ein Beam-Gerät hätte. Aber kann man natürlich auch vorstellen, dass er sowas hingeworfen hat, um zu sagen, hier, viel Erfolg. Ich schmeiß dich weiter rein in den Kampf. Doch ich weiß es leider wirklich nicht. Haben wir schon mal. Dann will ich hier mal eben... Nein, 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 nein. So, jetzt ziehe ich mal ein bisschen vor. Da ist zwar noch einer, aber... Da ist er. Wichtig ist er da hinten jetzt gerade mal. Dass ich den... Den da, genau. Den da einmal erwische. Das ist echt. Ne, komm mal her. Ja, das ist auf jeden Fall stark vom Predator inspiriert, sage ich mal. Und die heißen ja dann auch Jäger und so. Das ist schon alles. Ist ja aber völlig okay. Okay.
Kann man ruhig so machen. Wo sind die denn? Die beiden da in der Mitte. Sind die... Das sehe ich überhaupt nicht. Ach, da! Boah, Leute, ey. Das sind aber echt verdammt viele von den Viechern. Ey, das ist doch original hier Bosskampf-Arena. Ich sag's jetzt schon mal voraus. Jetzt kommt hier gleich irgend so eine riesen Skelett-Johnny. Ah, vielleicht doch nicht, wenn ich Glück habe. Zack und zack und zack. Munition auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Und dann schauen wir mal, ob mein Team hier irgendwo rumlungert. Die faulen Schweine. Die sollen doch eigentlich arbeiten. Ich finde es auch geil. Er macht alles kaputt, aber das rollt er ganz nett zur Seite. Haben wir ein paar Schuss? 39 Schuss. Das soll für den Anfang genügen. Reisen möchte ich gerade nicht. Auffüllen auf jeden Fall. Ja, viel mehr Schuss habe ich jetzt auch nicht. 41 sind es. Natürlich nicht verkehrt, wenn man hier das Magazin mal irgendwie erweitern könnte. Also die Tragmenge natürlich. Das Magazin ist ja einfach nur der Lauf. Oh, komm, komm, komm. Vollstrecker. Sehr gut. Ja, wer seid ihr? Nein! Halt, stopp! Oh, wie kann ich denn... Oh, ist das nervig! Ich will nicht... Ich will schuld... Alter! Haut ab! Ich kann nichts machen! Ja, ich war jetzt durch Schulterwechsel, Schulterperspektivenwechsel. Das hat mich mega gestört gerade. Egal, machen wir nochmal. Ich muss jetzt auf dem Schirm haben, dass die da angetanzt kommen. Ich war jetzt so auf diese Vollstrecker konzentriert. Oh, mit dem Schatten auch, Leute. Das ist schon bedrohlich. Ist auf jeden Fall hier Terminator und der Predator. Vernichter sogar, nicht Vollstrecker. Oh. Oh ja. Ja, ja, komm, komm, komm. Mach mal kein Hackmeck hier. Eins. Oh, jojojoj. Zwei. Und das alle von denen? Komm, komm. Sehr gut. Das ist natürlich auch schön, dass die das Ding da angreifen. Ja. Aber den Vernichter oder Vollstrecker oder wie er heißt, den darf ich natürlich jetzt auch nicht vergessen. Ich glaube, seinen Helm hat er jetzt gerade verloren. Nein, 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 nein. Ja. Oh, schnell, 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 schnell. Nicht so wie eben. Nee, 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 nee. Nee. Schön auffüllen auf jeden Fall. Ich befürchte ja, dass hier das Schlimmste auf mich zukommt jetzt. Aber vielleicht ist es jetzt auch schon getan. Auch hier wieder, ne? 1A. Wie sich das ins Gesamtbild einfügt da oben, das ist schon echt gut. Bergkloster, nein. Jetzt kommen bestimmt irgendwelche komischen Mönchmenschen. Was zum Teufel? Oder Schweine. Hey!
Sie haben Janna. Zu den Feuergruben. Mann, mach doch mal, Alter. Deine Tochter wird da gerade getötet. Jetzt zu uns, du Wichser. Ja, da hat man jetzt gemerkt, wo ist denn der Typ? Ach, der Kleine da? Aua. Das kann manchmal natürlich auch Nachteile haben, wenn man dann die Musik ausdreht, so wie ich das ja bei jedem Spiel mache. Denn wenn eine Szene dann so gemacht ist, dass die sich auf die Musik verlassen, und in dem Fall hat man das ganz deutlich gemerkt, dann kann das auch manchmal ganz schön billig und stumpf klingen, so wie in dem Fall jetzt. Also es waren nur Stimmen und die Schüsse zu hören, ansonsten nichts weiter. Und oh Gott, Leute, das werde ich hier schon nicht schaffen, das sehe ich da jetzt schon, ey. Und ja, dann wirkt das immer so ein bisschen unfertig, weil eben, ich vermute, die Musik hier in dem Fall wird jetzt megamäßig laut gewesen sein. Alles übertönt haben. Er wartet nicht. Glaubt nicht, dass ich das jetzt schaffe hier in der Episode. Das wird aber vielleicht gar nicht verkehrt, dass wir mal kurz hier reinschauen. Hier haben wir nämlich ein bisschen was Stärkeres. Hier ebenfalls. Oh, sehr schön. Neue Jordans gibt es auch. So wollen wir das doch haben. So, jetzt wäre mir natürlich ganz lieb, wenn wir... Was haben wir denn hier? Schaden 69. Hier haben wir Schaden 57. Das ist halt auch einfach ein bisschen wenig, ne? Aber die kann ich hier auch nicht verbessern. Ist das alles nur Schrotflinte? Ich verstehe es nicht. Das finde ich so schade. Wieso? Maschinengewehr, Schaden 66. Sturmgewehr taktisch, Schaden... Naja, das ist ja dann wieder so langsam... Maschinenpistole. Wollen wir das mal eben probieren? Was haben wir denn da? Ey, muss ich probieren. Kann ich so nicht sagen. Die sehen wir aus wie der... Wie heißt der? Der Doomslayer oder was? Boah, Alter. Wieso? Was? Eieieiei. Okay, in der Zeit ist er ruhig. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja. Oh, Leute, das ist... Äh,
eigentlich die Hoffnung, dass es jetzt ein bisschen leichter ist mit der Waffe, aber das ist es nicht. Nein! Ab! Lass mich mal. Oh, eieiei, liebe Leute. Wenn das mal jetzt nicht hier an unfair ranreicht, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal schauen, wie ich das hier so überstehe, denn das ist ein bisschen frickelig gerade. Gut, der kleine Kollege da, der hilft wenigstens ein bisschen, aber jetzt ist er da, na klar. Also so richtig viel Schaden füge ich ihm nicht zu, glaube ich. Ich weiß nicht. Jagak. Komm mal her, du Jagak. Oh, ist er eingefroren? Nee. Nee. Hau ab. Hier, seine Lauchbrüder sind jetzt auch wieder da. Nee, ihr Lappen. Nein. Ich hab grad mal die Hälfte abgezogen. Nein. Du Hund. Run, Forrest, run! Das schaffen wir. Ja, die werden dadurch leider nicht getroffen. Das finde ich schade. Das wäre natürlich cool gewesen. Oder? Das ist jetzt falsch gesehen. Ja, du Nappel. Oh, shit. Das war einfach. Nee, war wirklich schwer. Eieiei. Leute. Wir haben es zum Konvoi geschafft. Wir warten auf dich. Oh, hier geht's ordentlich. Ja, sehr gut. Dafür spielt man das. Hier, TripAdvisor, 1 Stern. Nettes Ambiente, aber mehr auch nicht. Tja, Jakob ist tot. Wer fährt jetzt den Truck, ist die Frage. Ich dachte, die alte Kakerlake überlebt alles. Mama sagte immer, er wäre der letzte lebende Outrider auf Enoch. Selbst die Caravel-Katastrophe hat er überlebt, damals auf der Erde. Typisch. Warum? Warum er? Was war sein Schutzzauber? Ich hab gedacht, es wäre, weil er sich einen Scheiß kümmerte. Und das beschützte ihn.
denke, am Ende kümmerte es ihn wohl doch mehr als gedacht. Nun gut. Glaubt man das? Der Räderstuhl des alten Mannes ist doch ganz praktisch. Je weiter wir kommen, desto schlimmer wird's. Wenn niemand umkehren will, dann jetzt. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ich finde das Signal. Du wirst einen Fahrer brauchen. So, das hätten wir auf jeden Fall geschafft. Ja, komm. Wir müssen nichts überstürzen. Verdammt, ich bin bereit. Jakob hat nie an meine Vision geglaubt. Team Garten. Jetzt werden wir ja sehen. So, die Sachen können wir schon mal auseinandernehmen. Was ist das denn hier? Maschinenpistole Standard. Weniger Schaden, aber sehr viel mehr Schuss. Yes. Schaffst du den Standard Schuss pro Minute? Oh, warte mal. Was haben wir denn hier für Schuss pro Minute? Ist der Schaden 479. Ist, glaube ich, kann man einfach so machen, oder? Was haben wir hier? Ja, Leute, also. Wenn das nicht ein Aufstieg ist, dann weiß ich auch nicht. Was ist das denn? Ach so, aber naja, will ich das so? Ja, das probieren wir mal. Das auf jeden Fall. In diesem Sinne, danke, dass ihr meine Zeugen wart. Es geht mit Outriders in jedem Fall weiter. Also macht es gut. Bis bald. Ciao.